und da kommt mal wieder was Neues. Ja, die Staffel 14 beginnt. Was haben wir denn hier? Neue, ein alter Bekannter, okay. Neue Feinde. Na klasse. Nicht zu nah an sich ran, okay. Spezielle Proben zum Gesprung. Okay, da bin ich immer gespannt, was das wird. Dann schauen wir uns das Ganze doch mal auf der Karte an. Na, was da so kommt. So, schauen wir doch mal. Ich bin hier jetzt gerade, um ein paar Sachen abzugeben, wie es denn hier auf der Karte jetzt aussieht. Da ist ja noch nichts. Da ist noch nichts zu sehen. Ich denke, ich muss einmal ausschalten, neu starten und dann dürfte da vielleicht was zu sehen sein. Oder, weil ja gesagt wurde, es ist mit anderen Spielern zusammenzumachen, kann es natürlich sein, dass es alles im Krater stattfindet. Da schauen wir doch mal kurz in den Krater vorbei. Nicht wahr? So, jetzt sind wir im Krater. Mal schauen, ob hier irgendwie, irgendwo und irgendwas. Nee, ich denke, ich muss komplett einmal das ganze Spiel rausschmeißen, neu laden und vermutlich ist auch noch ein Update, was geladen werden muss. Ja, das gilt es jetzt zu prüfen. Ne? Aber hier nehmen wir nochmal eben. Ich glaube, ich habe da nichts im Rucksack. Nö. Die üblichen Verdächtigen. Dann nehmen wir noch das Tagesgratisgeschenk hier mit. So, zacka-tacka. Na toll. Das ist auch so wirklich reißend. Wie? Gibt es kein Futter mehr? Ich wollte gerade sagen. Wenn das alles so weit weg ist, dann, ja, dann ist es ja sehr seltsam. 6 Tage, 3 Tage. Ja. Haben wir noch Zeit, um die Sachen mitzunehmen? Gut, dann ja, starten wir mal das Ding neu und schauen dann, was kommt. Ui, da sehe ich ja gerade was hier. Hier ist ja auch noch einiges neu. Ja, das irische Paket, aber hier der Reanimator. Belebt Sie wieder, wenn Sie tödlichen Schaden erleiden, hält 4 Stunden nach Aktivierung an. Eigentlich sollte man das Teil mal ausprobieren. Mal gucken, ob man das nicht irgendwo so kriegen kann. Damit man mal checken kann, das gute Stück. Na, ansonsten, was ist hier noch drin? Premium. Ach, das ist wieder der ermöglicht Zugriff auf Staffelbelohnungen und Aufgaben. Ja. Okay. Das sind die üblichen Verdächtigen hier. Na, aber darüber kann man ja auch mal sehen, dass es irgendwie was Neues gibt. Ja, das ist natürlich alles gesperrt. Ich bin ja schon, weiter geht's ja nimmer mehr. Na, und was sagt denn aus, wenn ich hier in die. Du kannst übrigens schon mal da hinfahren. Gehen wir da hin. So, und was sagt denn die Staffel aus? Ah, die Staffel ist schon aktiv. Okay. Gut. Na dann, ja dann, Heilmittel. Was haben wir denn hier? Ja. Gut. Schauen wir uns das Ganze doch mal aus der Nähe an. Muss man das haben? Aber es ist ja eins. Es ist ja.
Gut. Ja, die Premiums, das ist ja alles das, was gelb ist. Deswegen ist Premium diesmal auch so günstig, oder wie gilt? Okay. Das ist irgend so ein Hinstellteil da. Aber viel Geld ist da ja nicht bei. Ein Sack. Ja. Gut, müssen wir deswegen neu starten, unbedingt? Ich gehe mal davon aus. Ich starte einfach mal neu, ne? Starten wir doch mal einfach neu. Mal gucken, was passiert. So. Ja, unten führt auch auf. Na, 1,17,10. Na, so, und sehen wir jetzt schon was? Ah ja, jetzt ist es nämlich auch da. Okay, da haben wir nämlich ein Gebäude. Scheint das einzige zu sein, denn anhand des Ausrufungszeichens sieht man ja immer, ob da irgendwo ein Parkgebäude ist, was man anschauen sollte. Nicht wahr? Ja, gut. Ja, hier, na, den ATV habe ich immer noch nicht. Da arbeite ich noch immer noch dran. Aber das ist ja mühsam leid. Das dauert ja ewig und 3 Tage. So mal eben zu machen, ist das ja nun nicht. Insbesondere diese Luftfilter. Ja, das ist, ne? Nun gut. Ja, dann schauen wir doch gleich mal da drin vorbei. Aber zuerst werde ich hier mal oben den Part angehen, dass ich das eben so ein bisschen aufknüpfe. Muss ich auch wieder den Gang frei fräsen und dann schauen wir nachher noch mal da rein. Mal gucken, was es sonst noch so alles gibt da, ne? So, deswegen laufen wir dahin und wir gucken uns da gleich was an. So, machen wir jetzt mal eine kleine Pause und dann geht es gleich weiter. So, dann geht es hier jetzt weiter. Och nö. Wie schrecklich ist das denn? Ich habe meinen Kadaver verloren durch das Update. Das ist ja ganz schrecklich. Okay, aber wenn ich meinen Kadaver hier verloren habe, dann bedeutet das doch. Okay. Okay. Ja. Ja, das haben sie. Sie haben sich versucht zu schützen. Geht's hier jetzt weiter? Das ist wahrscheinlich auch zurückgesetzt. Ja, klar. Ja, das ist super. Ganz wunderbar. Toll. Das bedeutet, alles ist leer. Schade, schade, schade. Schade, ah, meine ganzen Ablagerungen. So. Okay. Da hat sich immer noch nicht viel getan. Man kann hier auch nirgends rauf, man kann nirgends angucken. Ist nicht mehr dazu gekommen. So. Aber, siehe da, hier ist jedenfalls irgendwas sichtbar.
Ja, nur, ne? Mit irgendjemand muss man wohl noch sprechen. Sprechen. Ist die Pistole auch beschädigt? Okay. Das ist das Ärgerliche. Im Kadaver waren nämlich noch Waffen. Ja. Auch hier hat sich nichts weiter getan. Und hinten lag auch noch 20 Glas und so weiter. Das ist echt schade. Ja, aber schon ist überall, ne? Muss man mit leben. So. Denn hier war auch voll. Ja, doof, ne? Doof, sage ich dazu nur. Ganz doof. Ist egal. So, was hat uns in Kürze, okay? Okay. Ja, Zement und was nicht alles im Kadaver lag. Sehr ärgerlich. Aber jetzt muss man erstmal die ganze Karte ablaufen. Nicht, dass hier noch irgendwo irgendwas versteckt ist, was wir noch nicht kennen. Nö, sieht aber nicht so aus. Ah, da draußen, hier, da. Guck mal in der Schau. Wo bist denn du? Aha, geht noch nicht. Das geht wahrscheinlich erst morgen los. Oder je nachdem. Ja, meine Sachen sind wenigstens noch drin. Das ist schon mal viel wert. Ja, ich hatte Schaufeln ohne Ende schon da drin, die ich alle so zusammengesammelt habe. Doof. Ganz doof. Aber wenigstens das Ding ist auch erhalten geblieben. Ja, Schraubenschlüssel sind alle weg. Die waren auch im Kadaver. Einiges verloren. Aber ist halt so. Bringt mich nicht unbedingt um. So, aber ich muss einen neuen Kadaver machen. Aus Jochendollerei. Machen wir einfach mal hier einen neuen Kadaver. Achso, dazu muss ich aber erstmal so ein bisschen persönliches Aufräumen betreiben. Das kann alles hier bleiben. Weil dann nehmen wir doch mal den Rucksack ab. Wo ist denn den aus? So, und jetzt müssen wir für verschiedene Sachen noch da im Zuber sorgen, damit auch der Kadaver in groß entsteht. Ansonsten tut er das ja nicht, ne? Ansonsten bleibt er ja ein kleiner Rucksack. Und ist reduziert. Und das wollen wir ja nicht. So. Warum kriege ich jetzt was? Ich muss auch Eva holen. Nun gut, ja, wieder an derselben Stelle parken wir den Kadaver, dass alles zentral ist, eingepackt ist. Das sollte eigentlich alles ausreichen, damit es dann passt. So, jetzt lassen wir den einfach den kleinen guten verhungern. Und dann respawnen wir gleich in der Base. Okay. Da kommt schon das Hungersymbol.
Sehr schön. Obwohl, machen wir das doch mal folgendermaßen. Die drei Sachen. Denn warum muss ich den Erlebenskram dann wieder neu einpacken? Das ist ja, muss man ja nicht unbedingt haben. Das ganze andere Zeug ist auch weg. Ist doof. Ist doof. So, das sollte eigentlich dann hinhauen. Na, verhungern wir einfach an der Stelle hier. Da haben wir da gleich wieder einen Kadaver liegen. Ja. Da habe ich eine neue Erkenntnis gewonnen. Ne? Wenn man stirbt und etwas geupdatet wird, genau in diesem Kontext, dann ist natürlich der Vogel verschwunden. Nun gut, dann werden wir gleich sehen, wie weit sind wir. Wir sind auf 12. Countdown läuft. Gut, wir überspringen einfach mal. So, jetzt sind wir wieder eingekleidet, aufgestockt und sonstiges. Jetzt gucken wir mal hier. Was ist denn das? Genesis Außenposten. Okay. Okay. Man findet hier Kisten. Und überhaupt. Veränderung. Okay. Das, ja. Nun gut, dann fahren wir doch da mal hin. Und schauen, was es da so gibt. Ja, und 15 Einheiten braucht er dahin. Wir haben Werbung offen. Und die werden wir natürlich auch nutzen. So, wir haben geguckt, nehmen, und jetzt schauen wir doch mal, siehst du, schon wieder zwei gespart, dann fahren wir doch mal dahin und gucken, was es da so gibt, ne? So. Komm ran an den Laden hier. Okay. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein hier. Weil wir wissen nicht, was hier ist. Okay, alles abgegrenzt mit Zäune. Okay. Steht einer? Okay. Und was ist hier so sonst so los? Irgendwas essen steht hier. Okay. Da sind Bäume zum Farmen. Weil keine Notwendigkeit besteht. Machen wir doch mal die Tür auf. Nun gut. Noch jemand irgendwas zu sagen? Da hinten sind auch noch Gebäude, wo man irgendwann mal hin kann.
Na, der hat ein kleines Problem, der Kleine. Das ist verschlossen, okay. Okay. Wir sehen uns im Hafen. Ah, okay. Er hat wahrscheinlich jetzt den Zugangscode für das Labi, für das Laboratorium. Also, ergo geht's dann da weiter. Gut. Okay, das war also nur ein kurzer Besuch. Damit man da ins Labor kann, nehme ich mal einfach so Juxentollerei an. Dann gehen wir mal in den Hafen. So, dann gehen wir mal in den Hafen. Auch wieder gehen. Wir warten wieder, bis der Countdown so ein bisschen runtergelaufen ist. 24, das war mir klar. Dann können wir jetzt also fahren. Gleich wieder von 26 auf 24 gesprungen. Und gleich wieder ein bisschen gespart. So, und dann Eintritt. So. Jetzt checken wir nochmal die Lage. Okay, hier können wir noch nichts machen. Schließlich ist zwar schon da, aber. Ne? Ah! Okay. Nochmal auf die Hütte. Tja, was kommt jetzt? Okay. Der Alarm ist ja sehr rüstig und laut. Okay, hier geht's nicht weiter. Das Einzige, was geht, ist hier. Tja. Dann müssen wir mal auf da, die Hütte. Ja, sicherheitshalber mal rausrennen, ne? Na toll. Wir können jetzt nicht dorthin. Na, das ist ja super. Also wir sind genauso weit wie vorher. Um einmal ein kurzes Logi-Logi in das Loch zu machen. Super. Ich bin begeistert. Ja, Außenposten, okay. Also, wieder zurück zum Außenposten. So, was hat sie denn hier? Okay, da müssen wir jetzt irgendwelche Proben, ne? Aufgaben. Na super. Ich bin ja begeistert. Gut, gut. Aha, hier geht auch was. Laborwerkbank. Okay, was gibt's hier an Rezepte? Okay, eine Gasgranate, indem man da irgendwelche Reagenzien reinschmeißt. Okay. Interessant, interessant, interessant. Okay. Die habe ich auch alle verloren, die Kisten. Ah, ärgerlich, aber wahr. Nun gut, aber haben wir noch einen aktiven im Moment laufen? Weiß das gar nicht. Muss ich mal eben gucken. Vorübergehend? Ja, hier läuft noch was. Für eine Stunde und 3 Minuten. Na super. Dann können wir ja eigentlich hier noch was in Angriff nehmen. Hier unten, das können wir auch wieder aktivieren.
Ja. Gut, das ist so gesagt der erste Part von. Ich mache jetzt hier erstmal die Sachen und nö, das machen wir später. Jetzt geht es erstmal wieder zum Außenposten. Wer weiß, was da so rumklüngelt, ne? Gut. Ist ja alles rechts. Auf dem Boot waren wir auch nicht, also sollten wir das Motorrad mitnehmen können. So. Gehen. Ne, 26. Gleich springt er um auf 24. Komm, hüpf. Da wollte ich nur nicht rein. Geil. Da wollte ich rein. Ja, ist auf 24 gesprungen, ist, ne? So, eintreten. Na klasse, und dann hatte ich die Aufzeichnung abgeschaltet und hönkel hier schon rum. Also hier vorne stand gleich einer. Jetzt muss ich auch noch essen und trinken. Na super. Da vorne stand gleich einer. Das habe ich jetzt mal weggemacht. Oh, jetzt bin ich infiziert. Na toll. Also durch diese netten Wolken muss man auch nicht unbedingt gehen. Und wann geht das wieder weg? Okay. Ich erhole mich gerade wieder. Okay, gut. Gut zu wissen. Na? So, in diesen beiden Nebenräumen waren auch irgendwelche Friedels, die mich dann so ein bisschen an sind sehr schwach, aber stabil. Okay. Schnellerbeißer. Okay, hier können wir einmal ums Gebäude rennen. Große Karte. Da steht auch noch einer. Noch schneller Beißer. Noch schneller Beißer. Na gut. Er hat sie gerade liegen lassen. Das ist nicht unbedingt. So, jetzt sitzt klein Bund an Haare. Forum. Okay. Forum ohne alles. Okay. Bin wieder aufgestanden. Ist das jetzt neu, dass er nicht mehr aufsteht, wenn man. So, wer bist du? Was bist du? Okay. So. Na, hier kommt schon was durchs Klo. Okay, fangen wir mal die Türen von hinten an aufzumachen. Ich bin so ein Hulk. Echt. Also, wenn man die Türen aufmacht, ist neuerdings nicht mehr aufstehen angesagt. Okay. Das war ja vorher anders. Okay.
Okay. Dann fängt jetzt der Spaß an, oder was? Spurenläufer. Ich muss abwarten, weil das Zeug ist nicht gut. Okay. Dann machen wir hier die Büchsen auf. Oh, ist ja schön. Man weiß immer nicht, wie weit diese blöde Soße reicht. Das ist auch sehr gut. Ich brauche was zu essen. Zwei Stück drin. Shit. Okay. Geht ja eigentlich auch relativ okay ab. Hier ist uns auch nichts mehr. Gut, damit haben wir hier die Gebäude, das Gebäude gesichert. Aber da ist noch eine Tür, da ist noch eine Tür. Da ist noch eine Tür. Da kommt wahrscheinlich jetzt das dicke Ende. Nee, gar nichts. Nicht mal an die Schränke kann man ran. Okay. Gut, das ist ja relativ, sag ich mal so, einfach. Hier hat sich auch nichts dran verändert. So. Den kann man immer noch nicht abfragen. Okay, gut. Hier rennen wir mal schnell durch. Gut, ja, wir haben unsere ersten Proben mitgeschleift. Mal gucken, was wir damit jetzt anfangen können. Na, schauen, harren wir mal der Dinge. So, und da haben wir auch gleich was eingefangen. Das ist ja schön. Zeigen. Event. Zum Glück war dieses Dorf verlassen. Zeigen. Okay. Das ist gleich nebenan. Mein Event ist da. 37 Minuten. Okay, okay. Tja. Die Sachen sollte ich mal ganz schleunigst ins Motorradl packen. Ne? Weil, nicht gerade unwichtig. Gut, fahren wir jetzt erstmal zum Dorf hier. Infiziertes Dorf. Und gucken uns das an. So, zähl mal runter, du Vogel. Bei 8. Übergehen haben wir auch noch ein bisschen was. So, zähl mal runter da. Der Sparwahnsinn. Los! Mach das! Vogel. Und hier drehen wir mal ein bisschen die Lautstärke so ein bisschen runter. Na komm, spring mal auf 6. Das müsste eigentlich jetzt schon passiert sein. Naja, nicht ganz.
knapp 2 Minuten müssen verstreichen. Und da sind sie. So, dann treten wir da mal ein. Treten wir mal ein. Schauen. So, mal gucken, ob wir auch die Sachen gleich ins Motorrad schmeißen können noch. Weil insbesondere die Kisten brauche ich, da ja meine ganzen anderen Kisten, die ich gebaut hatte, alle weg sind. Okay? Zu dem Knaben, den aktivieren wir mal gar nicht erst. Sondern erst packen wir die Sachen in den Motorrad. Ja, das ist so. So, und wenn wir jetzt zu ihm gehen, was sagt uns dieser freundliche Herr? Er marschiert hier einfach so durch die Gegend. Wenn er nicht geschossen hätte, dann wäre das Problem hier nicht im Weg gewesen. Ja. Und du? Okay. In die Höhle geht's erst rein, wenn wir da oben waren, scheinbar. Ja, und hier ist ein Sporenspucker. Und wir schleichen uns mal von hinten an. Von hinten anschleichen ist gar nicht so einfach. Da ist auch wieder so eine Sporenbank. Na gut, geht scheinbar nicht ohne Verluste hier. Okay, wir schalten mal um auf, weil der Knabe, der ballert hier durch die Gegend, das ist hier die wahre Pracht. Er macht so ziemlich alles putt. Macht er alles putt. Ui. Ui. Ja, dem zu nahe zu kommen, das will man nicht. Das ist wahr. Das ist wahr. So, hier nehmen wir noch das mit. Der hat ja richtig was liegen lassen. Schön, schön, schön. Okay, ich brauche eine Axt. Ich brauche eine Axt. New Heaven, Maria, ja. Alles klar. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Wie immer habe ich Hunger. Da komme ich nicht durch. Okay, er kommt schon. Dann lassen wir ihn noch so ran. Viel. Okay, das haben wir auch. Hey, lass mich doch mal rein da. Oder raus. Da draußen steht jetzt wieder einer. Warum steht da einer? Na, fuck. Leckt mich am Arsch, wieder nicht drauf geachtet. Ah, schon wieder. Lecco mio.
Wie blöd muss man sein? Nimm das Infizierte da runter, los. Ja, mit seiner Bummel geht mir auf den Sack. So, da haben wir Holz. Da haben wir nochmal Holz. Wir brauchen nämlich eine Axt. Die können wir genügend Holz schlagen. Ups. Erforderlich ein Beil. Ja klar, ist ein Beil erforderlich, du. Honk. Weg da, weg da. Ja, wegen diesem Knaben da. Da haben wir einen Stein, okay. Hier sieht es aus. Einen Stein haben wir ja schon. Einen zweiten Stein. Brauchen wir noch einen dritten. Einen dritten Stein. Nicht da. Einen dritten Stein. Sag mal. Gibt es hier keine Steine mehr oder was? Jetzt hat er Durst. Durst hatte jetzt, okay. Trink doch mal was. Einer wieder. Na toll. Größeres, okay. Und was ist er denn? Ui. Ein Schlurfer, okay. Ein Schlurfer. Schlurfer. Ist nix. Ja, gehst. Kerl! Steht mir einfach in der Tür hier. Okay. Hier ist ein Abhang. Da komme ich nicht wieder. Komme ich nicht rüber. Komme ich nicht wieder, ist gut. So, da liegt hier noch was. Okay. Spurenhügel. Das hat sich erledigt. So, und die Jungs da. Man kann ja auch nicht anschleichen hier, ne? Weil er macht so ziemlich alles zunichte, der Knabe. Oh, ein Schlurfer wieder. Gut. Da scheint Karl drin zu sein. Trotz allem hätte ich gern noch einen Stein. Toll, und ich stehe mittendrin. Das ist super. Ja, dann setz mal deine Arbeit fort. Versuchen Sie am Leben zu bleiben. So, versuche ich dann mal, ne?
Manchmal und so weiter, okay. Erforderlich, weil. Also, wir brauchen schon mal zwei Äxte. Und schon wieder in diese Drecksoße gelaufen. Lecco mio. Da ist ein größerer. Den Spasmus machen wir aber erst weg, wenn wir den anderen weg haben hier. Aha, der ist über der Brücke, okay. Wer weiß, was in der Kiste ist, ne? Aha, guck mal in der Schau. Noch was Lohnendes. Gehst du mal weg? Schon wieder reingerannt, alles da. So, das wird wieder ein großer Schlurfer sein, gehe ich mir davon aus. Da muss ich ihn immer um ihn rumjagen. Ja? Na toll. Du bist kein Schlurfer. Was schnell ist. Gut, aber trotz alledem brauche ich immer noch einen Stein. Es wird nicht weniger mit Steinen. Ja, und wir stehen natürlich direkt daneben. Sag mal, komm, heil mal. Hältst du den Scheiß auf oder? Nö. So, hier steht einer auf der Brücke. Stand. Können wir hier angeln oder was? Okay. Okay, hier kann man angeln. Und da scheint ein großes Fisch drin zu sein. Okay, mal was anderes. Ist es ein Stör vielleicht? Wäre ja toll. So, nichtsdestotrotz brauche ich einen Stein. Ein Stein. Der wieder reingerannt hat. Das ist der. Ja, klar. Du Affe. Und was haben wir nicht? Bisher immer noch keinen Stein gefunden. Na gut, Grisel, dann machen wir das anders. Wir greifen dann in die Trickkiste. Die meinte ich eigentlich nicht, meinte die. Auch nicht. Da, genau. Da müssen wir noch Steine haben. Ich habe sogar Sand dabei. 20 Steine habe ich nur noch. Nicht viel, aber was sein muss, muss sein. Eben drum. Ne? So, Essen. Geräumt ist das Gebiet. Jetzt können wir auch die Kiste aufmachen. So, ein Beilchen. Wir brauchen noch vorher, bevor wir überhaupt das an das Ding zu vermarkten gehen, brauchen wir noch Holz. Damit wir eine zweite Axt haben. So, damit haben wir schon mal die zweite Axt in Aussicht. Ja, Einheimischen und so weiter, genau. So, hier ist noch eine Box. Okay. Auf jeden Fall, wenn man hier geht, Steine und Holz mitnehmen. Also zumindest für die erste Axt Reagenzien, ja. Okay, um die Gasgranate wahrscheinlich zu bauen.
So, hier auch nochmal. Ja, jetzt haben wir nämlich das nächste Axt. Trennliche Natürlich. So, dich brauchen wir mal. Nicht immer damit man die nächste Axt bauen kann. So, was haben wir hier drin? Ja, Bolja. Ja, wir können ja jetzt gleich erstmal was ins Motorrad packen, um das Ganze förderlich zu machen hier. Machen wir auch schon dran. Okay, ja. Damit haben wir alles. Dann nehmen wir doch das Holz auch gleich mit. Ja, und wenn... Warte, du Vollhonk, echt. Wie blöd ist man eigentlich? Ja, jetzt renne ich auch noch an den Stachelbesetzten. Hast du nicht gesehen hier? Und da waren wir überall. Ah, hier haben wir noch was zum Hacken. Das Werkzeug beschädigt, schon klar. Wir haben ein bisschen Holz. Ja, da haben wir sogar noch mehr. Okay. Da haben wir auch noch ein bisschen Holz. So, und da suchen wir nochmal für ein paar freie Plätze. Nicht wahr? Jetzt können wir den ganzen anderen Salmon nämlich auch mitnehmen. Aber ich glaube ja, 11, okay. Da ist ein Fels noch. Guck mal in der Schau. Aber nichtsdestotrotz, da hätten wir gerade mal ein Beil mit hingekriegt. Und bisher haben wir, so wenn ich gezielt habe, 3 Beile vernagelt. Ja, da können wir noch nicht rein. Wahrscheinlich brauchen wir da die Gasgranate, um da was auszurichten. Holz mitnehmen. So, wo sind wir jetzt beim Holz? Ah, haben schon zu viel geschlagen. Okay. Shit. Wieder mal. So, hier vorne war noch was. Und dann waren noch 2 Sachen da hinten. Aber erstmal essen und trinken wieder. Das Übliche halt. Nicht wieder da durchrennen. So, hier haben wir auch noch 2 Sachen. Ja, passt ja genau. Exakt. Können wir noch den Rest vom Holz schlagen, was vorne am Eingang steht. Auf dieser Seite war das Holz alles weg. Ich dachte gerade, er hätte aufgehört zu spucken, aber da hinten ist auch noch ein Baum. Ich sehe dich. So, damit haben wir auch alle Bäume gekappt.
Jetzt kommen wir wieder zum Hafen. Na, sehen, was man mit den neuen Sachen anfängt. Oh, ich habe doch da noch eine Kiste stehen. 33 Minuten waren das, als ich sie aktiviert habe. Und ich bin hier jetzt schon fleißig durch die Gegend genagelt. Ich hoffe, sie ist noch da. 5 Minuten? Dürfte was werden. Da kommt schon das nächste Signal, dass noch mehr ist. Eventhändler. 1 Stunde. 14 Minuten. Okay. Du fährst jetzt erstmal ins Haus. Begib dich zum Haus und gib alles ab, was du hast. Na? Ja. Wir sehen dann. Ja, jetzt laufen wir doch mal wieder da ein. Entpacken das Ganze auf die Schnelle.